Moin moin meine lieben Gaming-Freunde, wir machen weiter mit Sneaky Sasquatch. Ja, wir sind immer noch dabei, mächtig Bürgerstimmen zu bekommen und wir machen jetzt weiter mit diesem Freundesbuch. Da haben wir in der letzten Folge schon mal versucht, einiges zu machen, aber wir haben es leider nicht hinbekommen, denn man darf sich nicht so weit von diesen Bewohnern entfernen. Also wenn man in ein anderes Gebiet reist, muss derjenige so nah wie möglich an einem dran sein. Also man kann nicht irgendwie sich aufs Motorrad schwingen, abhauen oder eine Schnellreise machen. Dann ist er sauer, eingeschnappt und ja, man kann ihn erst nächsten Tag dann wieder ihn anrufen und fragen, ob man mit ihm zusammen abhängen möchte. Deswegen starten wir das jetzt neu und achten darauf, dass wir ja die Leute immer beisammen haben. Und so wie es aussieht, wollen immer mehr also Leute mit sich mit anderen Leuten, anderen Stadtbewohnern treffen und zusammen ja ein Foto machen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, es reicht einmal mit denen irgendwas zu machen, um sich hier die Leiste zu füllen. Wir werden es sehen. Wir hatten ja mit diesen einen Rennheini hier Kontakt gehabt. Jetzt muss ich mal kurz durchblättern, wo der ist. Und wir hatten, den Fahrlehrer hatten wir. Wir hatten einmal diesen vom Golfplatz. War das der vom Golfplatz? Nee, das war der Schneeball-Typ hier vom Ski-Resort. Den könnten wir ja nochmal anrufen. War das der jetzt hier? Nee, das war der Liftkartenverkäufer. Hier, Schneeball-Schiedsrichter. Wir callen den mal einfach und gucken. Also im besten Fall will er das Gleiche, was er ja am Vortag auch wollte. Beziehungsweise die anderen wollten mit ihm ja zusammen einem... Achso, willst du mit mir... Okay, cool. Ich warte draußen auf dich. Okay, hol mich ab. So, den holen wir jetzt erstmal ab. Mit unserem Bike. Da düsen wir jetzt erstmal hin. Wenn das noch so ist, wie das in der letzten Folge war, dann wollten... Also der Fahrlehrer und der eine Renntyp... Der wollte sich mit diesem Skilehrer, glaube ich, treffen und zusammen vor... Skilehrer, sag ich schon, mit dem Schneeball-Koordinator, Schiedsrichter besser gesagt, zusammen ein Foto vor einem Go-Kart machen. Wenn das noch so ist. Wir werden sehen. Wir holen ihn erstmal ab und dann fahren wir Richtung Rennstrecke und schauen mal oder quatschen dann halt die anderen beiden da noch an. Man kann ja zum Beispiel den Fahrlehrer, den kann man einfach von der Fahrschule da wegholen. Okay, da war ein neues Banner drauf. Ist aber nicht unsere Werbetafel, leider. Wir haben ja nur zwei. Aber die beiden haben wir ja jetzt fertig bestückt mit unserem Wahlplakat, mit unserem Slogan und mit der Telefonnummer. Also wichtig war ja die Telefonnummer. Und die eine war halt ein bisschen falsch. Da, wenn ihr das selber macht, achtet darauf, dass ihr wirklich das so eintippt, also die Nummer wirklich richtig eintippt, damit das dann halt auch funktioniert. So, wir holen ihn jetzt ab. Wir laufen jetzt mal hier runter schnell. Komm, Jack, komm. Mein kleiner Freund. Hier, einmal hier runter in die Schneeballschlachten. Und da steht er auch schon. Oder sie? Ich weiß gar nicht, ist das ein er oder eine sie? Hey, Sasquatch, bist du bereit, etwas zu unternehmen? Na klar, auf geht's. Komm mit, Buddy. So, jetzt aufpassen, dass der wirklich hinter uns ist. Ah, hat's geklappt? Ja, hat geklappt. Perfekt. So, den nehmen wir jetzt mit auf unser Bike. Hoffentlich kriegt ihr jetzt keinen Hunger. Haben wir eigentlich noch genug Essen? Ich muss jetzt mal gucken. Ah, wir haben noch ein paar Burger. Sehr gut. Und ein paar Tacos. Das andere nimmt die hier nicht, die Energy Drinks. So, zur Not nehmen die auch noch diese Softdrinks, die wir von diesem Burgerladen haben. So, komm, Minjung. Komm, schwing dich hier rauf, aufs Motorrad. In der Zeit, warte mal, wir callen mal die anderen beiden hier. Damit die schon mal Bescheid wissen. Das war ja einmal der... Nee, der Autoverkäufer war es nicht. Das war der Fahrlehrer einmal. Den rufen wir schon mal an. Und dann gleich diesen Rennheini. Okay, hallo. Willst du mit mir abhängen? Yes. Cool, ich warte draußen. Yes. Nice.
Ich hoffe, du... Oh, das hat er sich gemerkt. Ich hoffe, du lässt mich nicht zurück, wie beim letzten Mal. Nein, die merken sich das auch noch. Hol mich ab, wenn du bereit bist. Schön. So, und wir callen den anderen noch. Das war der mit dem Helm. Hat er hier eigentlich auch einen Helm auf? Wo bist du? Ah ja, hier, genau. Der Rennbahnprofi, das ist er. Den rufen wir auch mal gleich an. Na, geh ran. Hallo, willst du mit mir abhängen? Yes, okay, cool. Ich warte draußen auf dich. Ich hoffe, du lässt mich... Ja, gut, den haben wir natürlich auch zurückgelassen. So, sehr schön. Na los, komm. Ruf hier. Nein, was? Geh weg, geh weg. Mehr passen hier gar nicht rauf. Okay, let's go. Man kann ja auch alle mit so einem Pickup dann halt auch fahren. Also wenn man woanders jetzt noch hin möchte, man sammelt sie quasi alle ein. Und fährt dann dorthin, wo sie gerne hinwollen. Und mit dem Pickup geht das natürlich dann halt am besten, weil da glaube ich vier Mann Platz haben plus Jack. Nee, warte mal, Jack sitzt im Auto auf dem Beifahrersitz, ne? Ah, wird schwierig. Also mehr als zwei können wir ja dann halt nicht mitnehmen. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht mehr als zwei oder drei. Nee, warte mal, drei, ne? Ich glaube, drei ist maximal. Wir werden es sehen. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Was sagt der? Hey, sag mal. Geht's noch? So. Bumm, Vollgas. Und da sind wir auch schon. Einmal hier abbiegen. Zack. Was? Weg, weg. Pass auf den Lack auf, du Wahnsinniger. So. Und die müssen wir natürlich jetzt fragen, was sie wollen. Nochmal der Fahrlehrer. Nee, der Fahrlehrer ist hier. Oh, der steht auch schon draußen. Perfekt. So. Hey, Sasquatch, bist du bereit, etwas zu unternehmen? Ja. Ich wusste nicht, dass Schneeballschiedsrichter auch kommt. Das wird ein Spaß. Oh, das ist schon mal gut, dass wir ihn abgeholt haben. Auf geht's. So, mit dem schütteln wir noch die Hand. Wir müssen ja, glaube ich, noch ein paar Hände schütteln. Jo, gib mir deine Hand. Jo, zack. Und zack, 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 zack. Hin und her, hin und her. So, das müsste reichen. Ja, wir haben dir fast den Arm gebrochen. Wir brauchen noch ein paar. So, wo ist der andere Typ? Ach, der ist hier oben. Komm, da gehen wir jetzt alle hin. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Da ist er. Hey Sasquatch, bist du bereit, etwas zu unternehmen? Oh wow, Fahrlehrer und Schneeballschießrichter kommen auch. Das wird klasse. Auf geht's. So, jetzt... Ah, Jack. So, jetzt quatsche ich den erstmal an. Mal einen kleinen Smalltalk. Oder er verhungert da oben schon. Ich will Jetski und einen Holzstapel sehen. Ein Jetski und ein Holzstapel. Okay, Holzstapel kriegen wir hin. Das will er sehen. Was möchte er hier? Ich bin am Verhungern, ich muss etwas essen, sonst gehe ich bald nach Hause. Okay, der kriegt dann erstmal was zu essen von uns, dieser Dude. So, ich kann es kaum erwarten, ich esse Burger. So, jetzt müssen wir noch den Fahrlehrer. Ach, der ist auch am Verhungern. Okay, dann kriegt der von uns natürlich auch was zu essen. So, und den Schneeballschiedsrichter. Ah, der ist versorgt. So, Fahrlehrer, was will er? Hallo, Sasquatch. Ich will ein Foto von uns, aber auch mit Schneeballschiedsrichter. Genau, er möchte noch dasselbe, was er vorher auch wollte. Mit dem Schiedsrichter. Er sollte auch ein Go-Kart drauf sein. Jo, also, das hier. Das heißt, ich muss die Kamera jetzt hier aufstellen. Wir gehen mal hier rein. So, nehmen uns die Kamera. Wie ging das nochmal? Erstmal die Kamera auswählen. Wo ist sie denn da? So. Okay. Die konnte ich doch hinstellen. Konnte ich die nicht hinstellen? Verzögerung. Ja, wir müssen ein paar... Okay. Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weg. So, bleib da stehen. Oh, ihr sollt da stehen bleiben. Vorm Goldcard. Zack. Ah ja, sie stellt sich automatisch hin. Kommt her hier. So. Sagt alle Schieß, Käse. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht ein... Hau ab. Ich will deine Hand jetzt nicht. Hau ab. Was für ein geiles Foto, oder? Lass mich mal nachsehen.
Das ist genau das, was ich wollte. Sehr gut. Oh. Okay, den quatschen wir gleich mal an. Ich habe so viel Spaß. Schön, das freut mich. Hoffentlich. Deine Freundschaft und Fahrlehrer ist gewachsen. Und? Ja, also wir müssen noch... Puh, ich bin müde nach all der Aufregung. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Oha, das wird noch eine Weile dauern, bis wir hier diese Leisten von allen Leuten voll haben. Krass. Also, der Fahrlehrer ist, Versorge, der ist weg. Wo ist jetzt der andere? Achso, der ist hier unten. Ich habe gar nicht gesehen mit seinem grauen Helm. So, Fahrlehrer können wir eigentlich nach Hause schicken, ne? Warte mal. Das ist Jack. Können wir den nicht mehr anquatschen? Ah, den Fahrlehrer kann ich nicht mehr anquatschen. So, den schütteln wir nochmal oben die Hand. So, dann machen wir das mit dem... Mit diesem Rennfahrer. Der wollte ja Holz sehen und einen Jetski. Aber den, mit dem schütteln wir jetzt nochmal die Hand hier. So. Her die Flosse, Genosse. So. Zack. Sehr gut. Oh, hier ist noch einer. Jetzt kommt er alle hier. Okay, dann machen wir das mal schnell. Komm schon. Gib mir deine Hand. Yes. Sehr gut. Da kommt der nächste. Nehmen wir natürlich mit. Flosse her. Schütteln, 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 schütteln. So. Gute Nacht. Jetzt muss ich nochmal gucken. War das er hier? Hallo, Sasquatch. Ich werde langsam ein bisschen hungrig. Ich will Jetski und... Okay, der war das mit dem Jetski. Und was wollte er hier? Hallo, Sasquatch. Ich möchte in einer heißen Quelle schwimmen. Okay, Skigebiet. Müssten wir einmal hin. Ich verstehe nicht, warum einige Texte rot markiert sind und einige grün. Das ist keine Ahnung, ob das irgendeine Besonderheit hat. So, wir fahren Skigebiet. Kommt mit. Steigt ein. Wir nehmen uns dieses Autowägelchen. Ja, guck mal, der Fahrlehrer bleibt stehen. Also den haben wir dann versorgt. Dann fahren wir jetzt Richtung Skigebiet, weil da kann er auch einen Holzstapel sehen, der Dude. Oh, ja, genau. Und dann fahren wir hoch ins Skigebiet. Ah, weg da! Sag mal, seid ihr irre? Dann können wir nämlich die beiden Sachen abwickeln. Jetski, müssten wir... Boah, mit der Fähre rüber. Boah, das ist... Okay, könnten wir aber machen. Es bleibt ja länger hell, zum Glück. Jetzt nicht das schnellste Auto hier. Richtig dumm. Ich hätte mal mein Auto vorholen sollen. Oder, ach, da oben stand ja, oh, da steht ja meine ganze Armada von Autos. Stand ja da oben. Und ich hier nehme so eine lahme Karre. Wie bescheuert. Okay. So, dann düsen wir schnell hoch zum... Ich bin ein bisschen hungrig. Ah ja, der wollte ja was essen. Ja, kriegen wir gleich hin. Erstmal kriegt er hier einen Holzstapel zu Gesicht. Wer war das hier? Er hier, ne? So, genau. Was? Du hast auch noch ein bisschen im Magen. So, Christenburger. Zack. Oder sind hier noch Holzstapel drin? Ja. So, ich hoffe, dass das jetzt reicht, wenn wir einfach da so hingehen. Warte mal. Ich will Jetski und einen Holzstapel sehen. Ja, hier ist ein Holzstapel. Oder was mein... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Anscheinend reicht das nicht, wenn wir da einfach so hingehen zu ihm. Guck mal, sind hier noch andere Holzstapel? Hey, die ist ein Schutz... ja, Schutzhelmbereich. Ja, ich habe keinen Schutzhelm. Doch, ich habe auch was auf, aber... Oder will er das hier sehen? Kann auch sein. Ja, genau. Er will solchen Holzstapel sehen. Okay, sehr gut. Heiße Quelle. Heiße Quelle. Wir gehen wieder rein ins Auto. Zack. Allein steigen. Die Fahrt ist umsonst. Und dann hoch ins Skigebiet. Okay, dann müssen wir mit dem Lift hoch. Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ob die da hinterherkommen. Ah, wir probieren es einfach aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind dann zu weit entfernt. Oder wir müssen zu Fuß hochgehen. Die ziehen sich ja auch nicht die Ski an. Also wenn ich mir jetzt die Ski anziehen würde, ziehen die sich ja nicht automatisch auch die Ski an. Das ist ein bisschen doof. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie wir da hochkommen.
könnten versuchen, mit dem Auto da hochzufahren. Aber ich glaube, auf Schnee wird das nichts. Ich probiere es aus. Ich glaube, wir würden da nur anradieren und durchdrehen mit den Rädern. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie mit dem Auto hochkommen. Mit dem Lift ist ein bisschen Risk, aber müsste ich ja dann am Ende probieren, ob das mit dem Lift geht. Okay, wir sind da. Also mit dem Auto kann ich nochmal versuchen. Ja, da wird... Ah, das weiß ich nicht, ob das... Nee, komm. Komm, wir gehen zu Fuß. Ich muss die Kamera erstmal wegstecken. Brauchen wir erstmal nicht mehr. So. Okay. Okay, kommt mit. Buddies, es wird dunkel. Und wir müssen hier hoch. Ja, wir müssen mit dem Lift fahren. Man kommt ja hier, glaube ich, gar nicht hoch. So straight ahead. Ah, doch, man kann... Nee, siehst du? Man kommt hier nämlich nicht hoch. Das heißt, wir müssen sogar den Lift nehmen. So, dann kommt mal mit. Hoffentlich funktioniert das. Weil die heiße Quelle ist nämlich oben. Die ist oben. Man könnte hinreisen, aber nee, das funktioniert da nicht. Ich habe hier kein Ticket. Ich habe einen Freifahrtschein. Okay, ich sitze... Jack sitzt auch dort. Das ist gut. Und die anderen? Oh nein, guckt, die laufen. Und jetzt komme ich natürlich nicht mehr runter. Und ja. Jetzt sind sie weg. Die sind einfach weg. Das finde ich... Ja, das ist doof. Ach nee, nice, die sind hier oben. Ja, richtig gut. Krass, es geht doch. So, das müsste hier oben gewesen sein mit den heißen Quellen. Richtig gut. Ja, genau, hier ist es. So, komm. Oh, komm rein, nimm ein heißes Bad. Sehr gut. Oh boy! Swimming! Ja, oh boy. Richtig gut. So, dann haben wir den fertig. Jetzt müssen wir nur noch diesen Schneeballschiedsrichter. So, den quatschen an. Nee, das war der falsche. Da. Ich habe so viel Spaß. Das ist schön. Das freut mich. Deine Freundschaft mit Rennbahnprofi ist gewachsen. Ja, das ist immer nur so ein Drittel, ne? Also müssten dann dreimal mit denen interagieren. Ich möchte in einer heißen Quelle schwimmen. Hä? What? Ach so. Hä? Nee, warte mal. Quatsch ich die nochmal an. Hallo Sasquatch. Ich werde langsam ein bisschen hungrig. Ich möchte in einer heißen Quelle schwimmen. Du kannst mir das Essen direkt in die Hand geben. Ich esse es. Ja, okay, dann kriegst du erstmal was zu essen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er will jetzt nochmal schwimmen. Aber wenn das... Okay, das wäre natürlich nice. Also wenn wir jetzt zweimal hintereinander was machen könnten. Aber der hat noch genug. So, ja, dann schwimm mal jetzt hier. Jo, das geht. Das funktioniert nochmal. Cool. Vielleicht hätten wir diesen, ich sag mal, Code ein, bevor hier die Bullerei kommt. Dann hätte man mit dem Fahrlehrer ja auch nochmal was machen können. Ach, das ist okay, interesting. Das ist gut, gut zu wissen. So, jetzt talken wir den nochmal. Ich habe so viel Spaß, das ist schön. So. Sehr gut. Perfekt. Ich habe Lust, etwas anderes zu tun. Sehr gut. Ich möchte in einer heißen Quelle schwimmen. Will er nochmal? Ja, denn... Tu dir keinen Zwang an. Du kannst von mir aus hier so lange schwimmen, wie du willst. Boy. So, mal gucken. Wir gehen mal hier in die andere hier rüber. Ah, nice. Dann haben wir den fertig. Das ist richtig gut. Hätten wir mit dem Fahrlehrer auch noch was machen können. Vielleicht wollte er noch mehrere Fotos. Das ist natürlich... Das wäre natürlich gut, weil der wollte ja hier alle... Also dreimal schwimmen. Ich habe so viel Spaß... Deine Freundschaft mit Rennmann-Profi ist gewachsen. So, dann haben wir den fertig. Du und Rennmann-Profi seid jetzt Freunde. Perfekt. Sasquatch, du kandidierst als Bürgermeister, richtig? Jetzt, wo wir Freunde sind, stimme ich definitiv für dich. Sehr gut. Puh, ich bin müde nach all der Aufregung. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ach, wartet mal. Hat das hat doch auch der Rennbahn, der Fahrlehrer gesagt, oder? Naja, okay. So, Boy. Dann komm mal mit. Er wollte, warte mal, er wollte ein Jetski. Oder was wollte er? Ein Jetski? Hast du Sasquatch? Ja, er will Jetski sehen.
Er schwimmt hier immer noch weiter. Richtig gut. Ja, dann komm mal mit. Dann ein Jetski. Ja, dann müssen wir zur Insel. Dann müssen wir zur Insel. Gehen wir mal hier runter. Leichte Abfahrt. Ne, wir müssen hier wieder normal runter. So. Ich positioniere mich mal. Was? Geht nicht? Ah, jo, doch. Okay. Es wird schon wieder dunkel. Dann machen wir den noch schnell fertig. Aber es sind ja so viele. So viele, mit denen wir Freundschaft schließen müssen. Also das ganze Buch ist ja voll damit. Guck ich nochmal rein. Boah. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Okay, den einen haben wir hier schon. 35. 39. Ey, sag mal. 43. Wie will man das schaffen? Das ist ja irre. Guckt euch das mal an. Naja, okay. 47. 51. 51. Und 54. Also 54. Okay, insgesamt 55, ne? Was? Okay. Das ist krass. Da haben wir noch einiges zu tun. Okay, der Dude ist auch da. Sehr gut. Dann laufen wir und laufen und laufen. Und legen uns erstmal schlafen. Wir fahren erstmal nach Hause. Aber der wird eh weg sein. Der wird eh weg sein. Also können wir das mit dem Ski erstmal vergessen. Mit dem Jetski. Das lassen wir nämlich erstmal. Wir fahren nach Hause, weil die Müdigkeit wird gleich einsetzen. Und dann werden wir so oder so umkippen. Und der haut ja ab. Also wenn wir schlafen, sind die ja weg. Dann kann ich auch reisen. So, komm. Ich steig aus hier. Dann reisen wir nämlich Jürgen. Naja, die können nicht mitteilen, ist klar. Dann lassen wir den zurück. Der wird verärgert sein. Oh, dann geht auch seine Dings zurück, ne? Oder? Oh, Gott sei Dank nicht. Oh, ich habe gerade gedacht, die Anzeige geht dann wieder zurück. Ja, guckt, Sasquatch ist schon müde. Dann legen wir uns nämlich jetzt schlafen. Der Fernseher läuft hier dauerhaft, ist auch gut. Ja, wir gehen ins Bett. Dann gehen wir schlafen und machen mit dem Fahrlehrer weiter. Die Frage ist halt, wenn der auch immer das Gleiche will, so wie der andere, dann müssen wir immer diesen Schneeball-Schiedsrichter kidnappen. So, warte mal, Essen. Da. Ah, Essen brauchen wir auch auf jeden Fall. Ah, nehmen wir mal einen Burger hier. Kriegt der Kleine. Schreiben wir nochmal ein bisschen. Das testen wir jetzt aus. Wir fahren nochmal hoch zum zur Rennbahn und quatschen mit dem. Oder wir rufen den erstmal an. Oh, ich hab Grauen. Kriegen wir das voll jetzt, die 30? Nein! Warum? Okay. Muss natürlich auch was essen. In die Stadt müssen wir so oder so dann nochmal Nachschub holen. So. Und rein damit in die Futterluke. So. So, dann callen wir den jetzt. Wo ist er? Da ist er, Fahrlehrer. So. Tack, tack. Hallo? Willst du mit mir abhängen? Ja, okay, cool. Ich warte draußen auf dich. Hol mich ab, wenn du bereit bist. Wir sind bereit. So, Jack. Come on. Ruf da auf den Tank und los geht's. So. Dann latschen wir mal da hin. Da bin ich jetzt gespannt, ob der wieder ein Foto mit diesem Typen will. Bist du bereit, etwas zu unternehmen? Ja, auf geht's. Na klar bin ich bereit. So, Hunger hast du? Hallo, Sasquatch. Ich habe richtig Lust auf ein Motorradrennen. Okay, der will was anderes. Lass uns ein Motor-Cross-Event veranstalten.
Oh no, ernsthaft? Okay, komm mit. Komm mit. Dann fahren wir jetzt da hin. Warte mal, habe ich hier nicht noch? Ich muss sofort zur Stadt. Kannst du mich dorthin fahren? Nein! Geh weg! Nee, keine Zeit für so eine Dallerei. So, dann nehmen wir uns das hier, die Crossmaschine. Steigt der damit drauf? Junge! Nice, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine. Und dann müssen wir jetzt Richtung... Ach, wo waren die nochmal? Museum, ne? Richtung... Boah, ja, genau. Bleib direkt an diesem schmalen Schild hängen. Richtung Museum. Dann ging das irgendwo hier rechts rein. Du brauchst Geld, ruf an. Hä? Was ist das denn eben? War ja hier... Okay. So. Wir sind richtig. Also müssten wir jetzt ein Rennen fahren. Ich hoffe, wir kriegen jetzt... Kommt... Ah nee, das wird wieder nur so ein Drittel sein. Was wir dann an Freundschaft gewinnen werden. Egal, wir müssen es ja so oder so machen. Von daher driven wir jetzt da schnell hin. Aus dem Weg. Ist aber staubig hier. Das sieht irgendwie besser animiert aus. War das vorher auch schon so? Also, weiß ich nicht. Oh, hier ist sogar ein Pfosten. Nice. Klatschen wir gleich unser... Oh nein, wir haben kein Wahlschild mehr. Nö. So, Veranstaltung. Dann wollen wir mal eine starten. Hey Kumpel, bist du daran interessiert, ein Rennen zu fahren? Wenn du Dreck magst und es dir gefällt, schmutzig zu werden, bist du am richtigen Ort. Ja, wir machen hier zwei Runden, ne? Komm, easy peasy, das muss reichen. Ach ja, er sitzt da. Ah, er fährt mit, wie cool. Also, lass ihn aber nicht gewinnen, ja. Kann er vergessen. Aus dem Weg hier. Pass auf, wo du hingehst. Hingehst? Hinfährst. Aber er hat Spaß und sein Smiley fängt an zu wachsen. Vielleicht muss er gewinnen, ne? Um das Ding voll zu machen. Wollen wir ihn gewinnen lassen? Komm, wir rempeln die anderen alle aus dem Weg. Ich genieße das hier wirklich. Oh, das ist schon mal gut. Das ist schön, dass er das genießt. Raus aus dem Matsch. Im Hintergrund schön die Bürgermeisterwahl Musik, also die Bürgermeistermusik. Richtig, richtig nice. Hört sich richtig gut an. So, in Dauerschleife. Okay, was ist los, alter Mann? Ich denke, du bist hier der Fahrlehrer. Gib Gas. Na klar, wir haben genauso viel Spaß wie du. Aber ich habe das geilere Motorrad. Und ich werde gewinnen. Ich werde wohl gewinnen. Schau mal, wir drängen ihn ab. Gehst du weg? Ja, er ist schon ein bisschen zufrieden. Ich glaube, wir lassen ihn gewinnen. So eine tolle Zeit. Er fährt ja auch gar nicht so schlecht, ne? Er ist vorne gerade, erster. Er ist nicht so schlecht. Aber na gut. Jetzt fährt er in den Matsch. Ja, wir halten die anderen ein bisschen auf. Geh weg. Der Fahrlehrer muss gewinnen. Dräng ihn ab. Oh no. Komm, warum sind wir wahnsinnig? Wir sind doch nicht wahnsinnig. Ihr drängelt genauso. Das heißt doch nicht, wenn ich drängel, bin ich ein Wahnsinniger. Ihr drängelt auch. So, können wir den anschieben? Nee. Ah, der Fahrlehrer wird nicht den ersten Platz kriegen, wenn er weiter so fährt. Es sei denn, er schaltet jetzt noch den Turbo ein. Oh, jetzt bleibt er im Schlamm stecken. Also kann das nichts werden. Oh, oder doch? Hat er den Turbo? Er hat den Turbo gezündet. Und wir drängen die anderen weg. Er hat den Turbo gezündet und wird wohl gewinnen. Wir werden Letzter. Ist egal. Hauptsache er ist glücklich hier vorne und sein Smiley wächst. Ja, oh. Oh no. Nur Zweiter. Nein. Verdammt. Ärgert er sich? Ah, ein bisschen, ne? Ah, okay. Er hat sein Smiley trotzdem voll. Er ist glücklich. Das ist gut. So, dann talken wir mit dem. Nein, ich will noch nie anrufen. So,
Wir haben so viel Spaß. Deine Freundschaft mit Fahrlehrer ist gewachsen. Wieder ein Drittel? Hä? Nicht ganz. Ich habe Lust, etwas anderes zu tun. Ich will ein Foto von uns, aber auch mit Fährenkapitän drauf. Ernsthaft? Oh no, ich will, dass auch ein Plumpsklo drauf ist. Hä? Plumpsklo? Muss ich überlegen, wo haben wir denn ein Plumpsklo? Ach, hier, auf dem Campingplatz. Da ist ein Plumpsklo. Also, müssten wir erst jetzt den Fährkapitän abholen. Also auf die Insel. Weil auf der Insel ist kein Plumpsklo. Oh, dann, na doch, auf meiner eigenen Insel ist eins. Da steht eins. Da könnten wir dann hin mit einem Jetski vielleicht. Junge, 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 wir haben echt viel zu tun. Ich glaube, wir machen im nächsten Let's Play weiter. Das Let's Play ist auch hier an dieser Stelle schon durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.